Der Weg. Der Mensch hat es dem Menschen möglich gemacht, in wenigen Stunden ein Land zu durchfahren, ohne einen Schritt mit den eigenen Füßen zu tun, in wenigen Stunden die Erde zu umfliegen, ohne einen Finger zu rühren. Die Maschine fährt uns, die Maschine fliegt uns, die Maschine geht für uns. Tausendmal schneller, als wir es könnten. Ein Weg von 5 Kilometern, von 20, 70, 200, 1000 oder 10.000 Kilometern ist nicht eine Frage der Füße, der Körperkraft, der Zeit oder der Ausdauer, sondern eine Frage des Motors, des Treibstoffs, des Geldes. Ein Weg ist für den Menschen kein Weg mehr. Wir begehen ihn nicht. Wir befahren ihn oder überfliegen ihn. Das Gehen aber entspricht dem Menschen, unseren Füßen, unseren Augen, unserem Erleben. Der Weg, den wir Menschen gehen, macht es uns möglich, dass wir zu uns kommen, dass wir Mensch werden und Mensch bleiben. Geerdet und mit der Schöpfung verbunden. Der Mensch selbst ist wie ein Weg, ständig unterwegs. Alles an uns, in uns, um uns herum, ist wie das Gehen auf einem Weg. Alles ist Weg. Deshalb ist es notwendig, dass wir gehen. Am besten jeden Tag, auch lange Wege. Je mehr wir gehen, umso mehr können wir Mensch sein und Mensch werden. Ganz nach dem Vorbild und Wort Jesu. Ich bin der Weg. Gott segne den Mond hoch über mir. Gott segne die Erde unter meinen Füßen. Gott segne alle, die hier wohnen. Segne mich selbst. Alles, worauf meine Hoffnung baut. Ja, du Gott des Lebens, gib deinen Segen. In diesem Sinne, gute Nacht. Buonanotte.